Das zweite Rennwochenende war in Tschechien, genau genommen in Most. Most ist die Strecke, wo ich die wenigsten Trainingskilometer und Erfahrung gesammelt habe. Dementsprechend war es mir ganz wichtig, damit wir unsere Performance von Oschersleben beibehalten und weiterhin eine Rolle im Cup um den Sieg haben, wollte ich unbedingt als Vorbereitung nach Most zum Trainieren. Das haben wir auch gemacht, waren 1,5 Tage vor Ort und waren gut vorbereitet. Ich habe das Jahr über einfach festgestellt, dass ich an einem normalen Track Day nicht ansatzweise an meine Rennzeiten komme, weil einfach durch die Gegebenheiten Verkehr keine frei oder keine aneinander folgende freie Runden kann ich einfach nicht die Pace abspulen, die ich an einem Rennwochenende abspulen konnte. Trotzdem haben wir soweit ein gutes Grundsetup vom Motorrad gefunden, wussten, mit welchem Reifen wir am Wochenende arbeiten können. In Most angekommen war die beste Wettervorhersage. Ich packte meine Badehose mit ein. Wer Most kennt, weiß, dass unten ein riesengroßer Badesee ist, wo ich mich ein bisschen austoben und relaxen wollte, nachdem ich den Job auf dem Motorrad beendet hatte. Angekommen in Most war ein großer Unterschied. Das Team war ein bisschen kleiner und das Team war in Most ausgetauscht. Höppi und Patrick konnten beide am Wochenende nicht dabei sein. Dementsprechend brauchten wir Ersatz. Ich bin Patrick, ich bin 27 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von Hamburg bei Itzehoe. Ich studiere Fahrzeugbau. Mein Bachelor habe ich schon fertig. Bin jetzt im Master. Ein Jahr habe ich noch. Vorher habe ich Kfz-Mechatroniker mit Schwerpunkt Motorradtechnik gelernt. Und ja, jetzt sitze ich hier und schraube für Johann. Im Grunde genommen hat das angefangen, dass ich hergekommen bin, dass Höppi, der andere Mechaniker, mich gefragt hat, hey, hast du nicht Bock, mal wieder zu schrauben? Den habe ich über 4, 5 Ecken kennengelernt, über quasi Rennstrecke, weil ich selber ja auch fahre. Und genau, dann ist das so nach und nach zustande gekommen. Und dann sagt er, hey, was willst du denn haben, dafür, dass du für Johann schraubst? Sag ich, ja, dass ich dabei bin, ist schon mal eine gute Sache. Und genau, jetzt sitze ich quasi hier. Es war ein super herzliches Willkommen, als ich angekommen bin. Das war wunderbar. Die ganze Atmosphäre war super entspannt. Alle waren gut drauf. Wir kannten uns ja auch schon aus dem letzten Vorsaisontest. Da habe ich ja im Grunde genommen alle kennengelernt. Und dann beim Rennwochenende ähnlich. Natürlich dann eine andere Atmosphäre durch die EDM. Viel mehr Zelte aufgebaut. Alles größer, alles mehr. Ne? Genau, und aber von den Leuten her alles top, super Atmosphäre, alle freundlich, wir haben uns sofort verstanden, wir waren gleich auf einer Wellenlänge, das lief alles wunderbar. Neben Yannick hat mich das ganze Wochenende über Sascha begleitet und auch wirklich einen richtig, richtig guten Job gemacht. Sascha ist derjenige, mit dem ich letztes Jahr die 24 Stunden Barcelona zusammengefahren bin, der ebenfalls Teil vom JOJ-Team und Fahrer bei Yannick in der Langstrecke ist und sind sehr, sehr gut befreundet und er hatte einfach Bock und Spaß daran, mich bzw. uns, das ganze Team in Most zu unterstützen. Mike war ebenfalls wieder dabei, hat sich exklusiv wie die komplette Saison über um die Reifen gekümmert. Wer bin ich? Bin ein alter Sack, der Motorsport oder Rennsport an sich also liebt. Ich bin mit Motorsport aufgewachsen. Als kleines Kind, dadurch, dass ich in Schleiz aufgewachsen bin an der Rennstrecke. Ja, habe dann irgendwann die Möglichkeit bekommen, als Marshall zu arbeiten. Und da in der MotoGP zum Beispiel auch 6 Jahre lang am Sachsenring dort als Marshall tätig gewesen. Ja, und dann irgendwann kam mir dann mal die Idee, dass mir das auf einmal nicht mehr reicht. Und dass ich halt jetzt dann doch noch näher am Motorsport dran sein will. Da steht's, es ist geil. Ja, wie bin ich zu euch gekommen? Das war ein dummer Zufall. Ich wollte mir letztes Jahr ein neues Motorrad zulegen. Und dadurch habe ich mehrere Motorräder ausprobieren wollen und bin zufälligerweise in Lübeck bei Ducati gelandet. Ja, da habe ich Johann dann das erste Mal kennengelernt.
Dann haben wir ein bisschen gequatscht und bin ich Probe gefahren. Erst mit der Multistrada, dann mit einer Monster. Und habe mich dann für die Monster entschieden. So, und dann ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen und dann stand Schleiz auf dem Programm. Und ich bin ganz normal im Urlaub gewesen. Da haben wir die Schwiegerleute und meine Eltern besucht und haben dort familiär schön Urlaub gemacht. Und da war dieses Wochenende halt gerade IDM in Schleiz. Und ich fahre dorthin und sehe auf einmal den Transporter von Ducati Lübeck da rumstehen. Und da dachte ich, Mensch, da musst du doch mal hingehen. Und wer kam als erstes raus? Es war Johann, hat mich sofort in den Arm genommen. Dachte, den Kerl musst du einfach lieben. Und dann kam es zum Gespräch, ob ich nicht eventuell Lust hätte, ein bisschen Motorsport und da ein bisschen mitzuwirken. Und da war ich natürlich der Letzte, der da Nein sagt. Erste und zweite Training am Freitag lief wirklich solide. Ich konnte beide Trainings mit dem ersten Platz beenden. Für uns war wieder ganz klar, Positionen sind gerade uninteressant. Wir wussten, dass wir einen guten Job gemacht haben. Wir wussten, dass alle Gegner, Kontrahenten, die schnellen BMWs im Laufe des Wochenendes noch kommen werden. Wir hatten wirklich eine sehr, sehr gute Abstimmung. Das Motorrad war soweit gut vorbereitet und ich konnte meine Bestzeit mit einer 1:36,5 im zweiten Training schon verbessern, im Gegensatz zu der Saison 2022. Freitagnachmittag stand das erste Quali an. Ich wollte das umsetzen, was wir in Oschersleben gelernt hatten. Das war, ich konzentriere mich im Quali auf mich, auf meinen eigenen Stiefel. Fahre für mich meine Runden, ohne mich nach vorne oder hinten zu konzentrieren, dass ich kein Ziel oder nicht gezogen werde. Ich möchte keinen um mich haben und wollte einfach vollen Fokus auf mich, auf die Strecke, um die schnellstmögliche Zeit vom Cup zu fahren. Das ging leider nicht ganz auf. Es war für mich dennoch immer noch die erste Startreihe, worüber wir sehr glücklich waren. Es reichte am Ende für den dritten Platz und mir fehlten 2 Zehntel auf die Pole Position. Ich wusste, wer vor mir steht. Ich wusste, dass ich auch noch Potenzial nach oben habe. Das Data Recording rechnet ja im Hintergrund Ideal-Lap-Times zusammen. Das bedeutet, hättest du eventuell mal alle Sektoren zusammenbekommen, würde am Ende des Tages die Zeit da stehen. Ich müsste lügen, die Zeit war 1,5 Sekunden schneller als das, was ich gefahren bin. Dementsprechend wussten wir, Potenzial ist da. Ich wusste nur zu dem Zeitpunkt leider nicht, wie ich es umsetze. Also Calafat war einfach, ich meine, wie gesagt, Gott sei Dank kannten wir uns ja schon von letztem Jahr und hatten ein wenig miteinander gearbeitet. Calafat war es noch so, Johann ist rausgekommen, hat uns meistens gesagt, es funktioniert. Wenn dann allerdings die Frage kam, okay, was brauchst du, um schneller zu fahren? War meistens ein, macht mal. Das heißt, er konnte uns in dem Moment noch nicht die Äußerungen liefern, die wir aber benötigt hätten, um einfach die Schritte nach vorne zu machen. Gott sei Dank hab ich ihn sehr schnell richtig kennengelernt, auch durch den näheren Kontakt, was neben der ganzen Rennstrecke läuft und sowas, und wusste eigentlich schon, wenn er 2-3 Äußerungen von sich gibt, was er auf der anderen Seite braucht. Im Vergleich zu den Daten konnten wir so die ersten Tests doch sehr positiv arbeiten und unsere Richtung rausfahren. Der Freitag war fertig, wir haben den Abend ausklingen lassen, waren am Badesee. Ich habe mir einen grandiosen Sonnenbrand zugezogen, der mich wirklich danach auch noch eine Woche bis 10 Tage begleitet hat, dass meine Freundin mir zu Hause meine erste Hautschicht komplett abziehen konnte. Ich hatte am Wochenende selber noch ein bisschen damit zu kämpfen. Ich hatte Schmerzen in der Lederkombi, wie meine Mutter sagen würde, eigene Doofheit. Hochrot am ganzen Körper sprang ich zum zweiten Quali ins Leder. So, ich sag mal, sobald er die Lederkombi anhat, ist im Grunde genommen Johann der Rennfahrer, wo er sich natürlich darüber aufregt, wenn irgendwas nicht klappt, oder auch wenn irgendwas klappt, dass er sich dann darüber freut und uns genau sagt, so ist das und momentan ist das gut und das gut, und er kommuniziert aber auch
das kann ich nicht leisten oder das kann das Motorrad nicht leisten. Das ist so im Grunde genommen der Johann, sobald er die Lederkombi anhat. Nachdem er die Lederkombi ausgezogen hat, vielleicht braucht er dann noch ein, zwei Stunden nach dem Rennen, um dann wieder ein bisschen runterzukommen, den Kopf freizukriegen. Aber danach ist er wieder so wie immer super entspannt, super freundlich mit allen Leuten, die ihn irgendwie umgeben. Er weiß zu schätzen, was die Leute für ihn tun. Und im Grunde genommen versucht er so ein bisschen, uns alles möglich zu machen, obwohl wir eigentlich für ihn da sind. Ja? Er ist einfach immer nett, er versucht immer zu helfen. Wo wir ihn manchmal dann auch ein bisschen einbremsen müssen und sagen, Johann, übernimm dich nicht, geh schlafen, mach irgendwas anderes, ne, setz dich irgendwo hin, komm runter, kümmern uns um dein Motorrad, wir kümmern uns darum, dass alles abgehangen wird, wir machen das, du sollst Rennen fahren. Wie es genau zu diesem Zeitpunkt auch ist, Adrenalin kommt, all die Schmerzen, Gedanken werden verflogen. Ich war richtig motiviert, war selbstbewusst und wollte das Ding heute auf die Pole stellen. Was anderes gab es für mich zu diesem Zeitpunkt nicht. Ja, Laptime hat nicht gelogen. Ich wusste, dass Zeit liegt und ich wollte einen rauspushen. Probiert. Ich habe alles gemacht, aber mich nicht auf mich konzentriert. Ich habe auf die Leute vor mir geachtet. Ich wollte mir ein schnelles Hinterrad suchen und wollte richtig einen rausdrücken. Erste Runde verbremst, zweite Runde Verkehr gehabt, dritte Runde musste jetzt sein, in die erste Schikane wieder verbremst und das war auch meine Hasskurve das ganze Wochenende über. Es müsste der vierte oder fünfte Anlauf gewesen sein, nachdem ich noch keine einzige Zeit gesetzt habe. Irgendwann brodeln in einem auch die ganzen Gefühle hoch, du weißt, der Reifen ist nicht mehr gut, du baust hier gerade ab, die Konzentration lässt nach. Das ganze Fahrerfeld verzieht sich oder zieht sich über die Strecke. Du findest keinen freien Slot mehr und du wirst richtig nervös. Am Ende des Tages habe ich das Motorrad nirgendwo mehr hingepusht. Ich habe es nur aus dem Kiesbett rausgepusht. Eingang, Schikane beim Umlegen in die Links habe ich zu nervös, zu schnell umgelegt. Das Hinterrad hatte leider keinen Grip mehr, keinen Bodenkontakt und ich habe mich mit einem Lowsider weggedreht. Da lag ich auf dem Hosenboden im Kiesbett, guck mich noch um, dreh mich um, dachte mir, da hast du doch gerade den Kopf von deinem Papa gesehen, war mir aber nicht ganz so sicher. Er hätte mir zu dem Zeitpunkt sowieso nicht helfen können. Wenn ich ein kurzes Resümee darüber geben darf, wie der gestrige Tag verlaufen ist. Selbst in den Runden zuvor, in den Runden 1 und 2, kam er in der Schikane nicht sauber an und musste einen großen Bogen fahren. Also es passte nicht. Es war zu schnell im Eingang und der Ausgang funktioniert dann gar nicht mehr. Also hat er schon zweimal abgebrochen. Der dritte Durchgang sah vielversprechend aus. Die Lücke war da. Aber dann musste er hart ankern, was ich gesehen habe. Hat den Eingang gut getroffen, hat sauber umgelegt und beim Rausbeschleunigen rutschte das Vorderrad weg. Es war ein Wimpernschlag und er rutschte unspektakulär ins Kies. Ich habe versucht, das Motorrad zu starten und nochmal anzumachen. Ich habe sie leider nicht anbekommen und war gezwungen, durch den Notausgang die Strecke zu verlassen. Das Quali war zu dem Zeitpunkt für mich gelaufen. Ich habe im zweiten Quali meine Zeiten nicht verbessern können und ging mit einem soliden 35. Platz im zweiten Quali nach Hause.
So endete für mich das zweite Quali. Das Motorrad hatte zum Glück nur grobere Gebrauchsspuren. Fußrastanlage ist abgebrochen. Ansonsten war es das. Ich hatte ein paar Kratzer in der Verkleidung, ein paar Sponsorenaufkleber musste ich erneuern. Sicherheitshalber wechseln wir nach jedem Umkipper oder Sturz alle Stummel. Nicht, dass ich irgendwann das Glück habe, einen angebrochenen Stummel in der Hand zu halten, was wirklich sehr nach hinten losgehen kann. Ich hatte allerdings das Glück, dass ich im ersten Quali eine anständige Zeit gesetzt hatte und somit reichte es für den vierten Startplatz in Most für mich. Hier kann man mal eins sagen, die größte Schwachstelle hat er dieses Jahr zu 1.000.000% in den Griff bekommen. Und das war ganz klar letztes Jahr der Kopf. Sprich, in nervösen Situationen oder stressigen Situationen hat er ausgesetzt und es war vorbei. Gutes Beispiel, Schleiz im ersten Lauf, wo es nicht gelaufen ist, würde ich jetzt an dieser Stelle unterschreiben und alles, was ich habe, darauf verwetten, dass die Karre letztes Jahr in Dreck geflogen wäre. Weil auf Biegen und Brechen hätte man es versucht. Eins haben wir noch für den heutigen Samstag hier in Most. Das sind die Pro Superstock 1000er Jungs, die sich jetzt parat machen. Und warum sollte das letzte Rennen des heutigen Tages nicht auch noch super spannend werden? Ja, der Tabellenführer hat mal ein bisschen Schrott produziert heute Mittag. Dann passiert, wenn du so schnell unterwegs bist wie der Flammi, dann kannst du auch mal so ein Ding weghauen. Er hat sich eigentlich nicht wehgetan, hat es auch mit Fassung getragen. In der Ecke. Erstmal hoffen, dass alle gut loskommen und dann alle um die ersten beiden rechts, links kommen. So, rote Flagge draußen. Ampel geht an. Hier, das habe ich auch gesehen. Da könnte der Markt ein bisschen früh gewesen sein. Ja, er ist zwar nochmal stehen geblieben, aber er ist definitiv out of the box gewesen. Solange die Ampel rot ist, darfst du dich nun mal nicht bewegen. Ich hatte wieder einen sehr, sehr guten Start ins erste Rennen. War in der ersten Ecke allerdings sehr vorsichtig. Dieses sehr vorsichtig sein hat dazu geführt, dass links und rechts 3-4 Leute an mir vorbei sind, die mir das ganze Rennen kaputt gemacht haben und wodurch ich leider wichtige Punkte habe liegen lassen. Sie haben mir das Rennen in dem Sinne kaputt gemacht, nicht, dass sie mir irgendwie ins Motorrad gefahren sind oder ich hingefallen bin. Sie haben mich im Laufe des Rennens aufgehalten, haben mir sehr viel wertvolle Zeit gekostet, die ich zum Ende nicht mehr gut machen konnte. In die erste Ecke rein wurde ich auf der Bremse überholt, logischerweise. Da ist ein Felix Klink, ein Meddes, ein Dominik Blersch an mir vorbeigegangen, mit denen ich das ganze Rennen über zu kämpfen hatte. So, Org ist vorne. Jawohl. Schön. Guck mal, wer da wieder einen Bomben startet, Tommy. Ja. Guck mal, wer da auf der 2 schon wieder hochfährt. Fieps. Unser Fieps hat wieder Rennmodus eingeschaltet und Flammi hier auch gerade ein paar Plätze gut gemacht. Unsere Nummer 55 gewesen sein. Der Mann ist der von der 14 losgefahren ist, weil er vorhin den Reifsticker vergessen hatte, 3 Positionen verloren hatte. Der hätte hier aber mal so einen richtigen Schwung hingemacht und wenn ich richtig gucke, dann müsste das 6. die 6. Position sein, Tommy. Hinterm Flammi. Da hat er sich ein gutes Hinterrad festgebissen. Ich hatte einfach das Problem, dass ich auf der Bremse nicht stark war und vor allen Dingen nicht in die erste Ecke rein. Das bedeutet, du bist auf der kompletten Strecke überall schneller als jeder andere, mit dem du gerade in deiner Gruppe unterwegs bist. Fährst auf die Start- und Zielgeraden drauf, hast einen kleinen Vorsprung. Meddes zündet nochmal einen Zylinder extra mit seiner Honda Power, was auch vollkommen gerechtfertigt ist. Meddes ist nun mal saustark auf der Bremse und hat es hinbekommen, über Runde zu Runde, mich wieder zu überholen, um mich wieder einzubremsen. Also musste ich mich wieder vorbeikämpfen fahren. Und meine Halsschlagader ist im Rennen immer größer und größer und größer und dicker geworden. So, aber da stimmt irgendwas durch mit Flammis Bike nicht. Recht. Hast du recht, das sehe ich auch gerade. Also, auch wenn man Flammern heißt, muss das ja nicht komplett immer flammieren. Aber da kommt halt ziemlich oft eine Flamme hinten raus. Wollen wir mal hoffen, das zu gehen, dass das Ding nicht irgendwie dann schwächelt.
geht die Lücke nur ein Stückchen auf, ist einer durch. So, Mendes wurde jetzt eben attackiert hier von Flammi, zieht aber wieder zurück. Also tolle Kampfgruppe, die wir da haben. Ja, definitiv. Da geht's aber auch mal enger zu. Dahinter ist aber wirklich sehr, sehr wild. Ich konnte mich ab Runde 7-8 von der kleinen Gruppe mit Dominik Blersch, Mendes lösen, nachdem ich es hinbekommen habe, keinen Gegenangriff in die letzte Schikane zu bekommen. Ich konnte den kleinen Abstand rausfahren, bin dann auch das erste Mal meine 36-9 gefahren und konnte wieder ein bisschen Tempo und Fahrt aufnehmen. Buchner ist mir gefolgt, bin dann in der 10. Runde exakt dieselbe Zeit nochmal gefahren, müsste in 1:36.9 irgendwas gewesen sein, hatte auf dem Pitboard von Yannick angezeigt bekommen, dass ich von hinten Besuch bekomme und die Lücke kleiner wird. In dem Moment denkst du an die Saison und an die Punkte, ja, denkst aber nicht daran, was hast du 2022 falsch gemacht, sondern in dem Moment in einem Battle denkst du daran zu gewinnen, wenn du das Gefühl hast, dass du schneller bist, und das wollte ich umsetzen. Ich hatte das Glück, dass Marc nicht mehr die Möglichkeit hatte, eine Attacke gegen mich zu setzen, obwohl ich gerade in Most wegen langgezogenen Kurven, langen Geraden und der BMW-Power damit gerechnet habe. Es reichte dann am Ende des Tages für den 4. Platz. Wir waren ein wenig enttäuscht, dass es leider nicht das Podium gewesen war, sind zu dem Zeitpunkt aber auch zufrieden mit den Punkten vom 4. Platz nach Hause gegangen. Ich habe das Rennen auf dem 4. Platz beendet mit einer 1:36.9. 4 Zehntel langsamer als meine Quali-Zeit. Nach dem Rennen hat sich mein Gefühl auch bestätigt. Ich bin nicht den Flow gefahren, den ich mir gerne vorgestellt habe. Ich wurde am Anfang des Rennens einfach eingebremst, habe den Anschluss nach vorne verloren. Der Peak vom Reifen war weg. Der erste, der beste Peak vom Reifen war weg. Und ich war unzufrieden. Ich war wirklich unzufrieden. Wir haben das Podium verpasst. Hat uns wertvolle Punkte gekostet, weil ein Orges und ein Gengelbach auf Platz 1 und 2 qualifiziert wurden. Ich habe eine Schwachstelle auf dieser Strecke und das kristallisiert sich auf hier oder hier in Most am allerstärksten raus. Das ist das Anbremsen in die erste Schikane. Ich bremse bestimmt 20 Meter früher als alle anderen. Dadurch kommen sie echt auf Ende, Start und Ziel links und rechts an mir vorbei. Ich kann meinen Rhythmus nicht fahren, weil Ausgang der Schikane stehen sie mir in der schnellen, langen Zone Linkskurve wieder im Weg. Außenrum geht es wieder nicht. Dann wird es wieder auf der Bremse knapp, dann kriege ich wieder meinen Flow nicht rein. Dann fahre ich wieder nur 37er, 38er Zeiten im Rennen, obwohl ich 36 konstant halten kann. Krass. Wir müssen morgen was auf der Bremse finden. Matadorbogen ist so eine langgezogene Rechts-Linkskurve. Wäre ich wirklich zweimal fast hingefallen, richtig in Chattering gekommen und schon so ein einknickendes Vorderrad gehabt. Damit habe ich selber nicht gerechnet. Ich konnte sie blöderweise echt über ein Knie und über den Ellbogen, weil ich da so viel oder so schnell Kontakt zur Straße im Ellbogen habe, darüber abfangen. Das hatte ich in den letzten 2-3 Runden. Krass, ich wäre wirklich sehr, sehr, sehr gerne auf dem Podium. Einfach auch, um in der Meisterschaft keine wichtigen Punkte zu verlieren. Ich denke aber, der 4. Platz ist in Ordnung. Ich habe echt mit der Kondition auf der Strecke zu pumpen, obwohl ich überhaupt keine Konditionsprobleme habe. Und dann gucken wir jetzt mal. Ziehe mich jetzt mal in Ruhe aus, gucken, dass gleich das Motorrad wiederkommt. Dann werden wir uns die Daten angucken, alles für morgen bequatschen. Und morgen muss ich einen guten Start haben, in die erste Ecke so spät bremsen und reinhalten, dass wir links und rechts nicht an mir vorbeikommen, weil ich den Anschluss nach vorne nicht verpasse.
und dann gucken wir mal. Ich denke, dass ich durch das Rennen heute sehr viel gelernt habe, sehr viel Erfahrung mitgenommen habe. Durch diese ganzen Zweikämpfe, der absolute Hammer. Also. Wir hatten abends wieder Zeit, uns die Daten anzugucken, alles auszulesen, zu vergleichen. Die Jungs haben im Hintergrund einen sehr, sehr geilen Job gemacht, haben sich alles in Ruhe angeguckt. Wir hatten eine ordentliche Setup-Veränderung fürs zweite Rennen vorgenommen. Okay, dann pass auf, hier das, okay. Das nächste. Scheitel hier. Ja. Du hast 66,1, er hat nur 61 km/h. Hat aber im Vergleich zu dir eine Throttle-Anforderung 20 Meter früher auf 100. Das hier kann ich schlecht vergleichen, weil der einfach so viel mehr Leistung hat wie du. Und ganz anders aus der Ecke kommt. Brutal. Also das ist ganz anders. Das kann ich leider nicht vergleichen. Das Teamgefühl bei uns bedeutet für mich einfach, von Anfang bis Ende dabei zu sein. Ne? Also du fängst an und telefonierst mit dem Fahrer, telefonierst mit dem Teamchef, telefonierst vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen Mechaniker, sprichst ein paar Sachen ab, Ideen, die du im Kopf hast. Und so ein Rennwochenende fängt ja nicht am Donnerstag oder am Freitag an. Das fängt ja Wochen vorher schon an. Teilweise, wir sind in Schleiz abgereist, haben uns für Assen vorbereitet schon, haben uns schon drüber geredet, was machen wir. Wir sind in Assen abgereist und haben überlegt, alles klar, was geht mit Hockenheim, was ist die Idee, wie machen wir es, solche Sachen. Und dann sprichst du. Ich sitze mit Yannick viel zusammen, das bedeutet für mich sehr viel Teamgeist, Teamgefüge, wie auch immer man das nennen möchte, aber da geht's schon los. Es wird geredet, was machen wir, wie machen wir es, wo machen wir. Dann natürlich auch die Herzlichkeit. Du kommst an die Rennstrecke, du wirst herzlich empfangen, keiner ist angepisst, keiner ist mies gelaunt. Klar, gibt es auch mal ein paar Reibereien, aber das wird dann meistens schnell ausgesprochen und dann wird gesagt, pass mal auf, so nicht. Und dann geht es weiter und dann wird dran gearbeitet und fertig. Und das funktioniert bei uns sehr gut, funktioniert bei uns sehr schnelllebig. Das heißt, Probleme werden schnell angesprochen, schnell gelöst, schnell umgesetzt und Lösungen gefunden. Das ist ziemlich genial. Ja, das bedeutet für mich Team. Ich werde vor jeder Änderung, gerade zum Quali oder zum Rennen hin extrem mit einbezogen. Ich möchte im Prinzip mitgeteilt bekommen, was geändert wird und in welchem Ausmaß es geändert wird. Ich kenne viele Fahrer oder habe auch schon oft gehört, dass es Fahrer gibt, die möchten nur wissen, ob etwas geändert wurde oder ob etwas nicht geändert wurde. Für mich ist immer einfach relevant und wichtig zu wissen, was ist der Unterschied, was wurde gemacht, und ich gehe lieber kein Risiko ein, wenn es in Richtung Rennen geht. So, bevor ich hierher gekommen bin, ich kannte ja schon Höppi und ich kannte auch schon zwei, drei andere Leute, die so ein bisschen mit ihm zu tun hatten. Und dadurch wusste ich schon, dass Johann selber fahrerisch unglaublich stark ist. Ich wusste, dass er den Twin Cup im Durchmarsch gewonnen hat. Und dann ist er in die Stockklasse aufgestiegen, wo er letztes Jahr ein bisschen auf Krampf versucht hat, vorne dabei zu sein, was halt da noch nicht möglich war. Einfach wahrscheinlich auch, weil das Team noch nicht ganz so eingespielt war und noch nicht wusste, was will Johann, was braucht Johann. Ich wusste aber, wie gesagt, aus Hörensagen und vom Twin Cup, dass Johann fahrerisch unglaublich stark ist. Deswegen habe ich schon damit gerechnet, dass wir relativ weit vorne mit dabei sind. Also das war auch schon so meine Erwartung. Auch was quasi der Anspruch vom Team war, der mir vorher kommuniziert wurde. Wir sind hier, um Siege einzufahren. Und wie gesagt, nach Oschersleben, spätestens da hat Johann gezeigt, wir können auch um Siege fahren. Das geht. Rennen 2 stand auf dem Zeitplan um 10 Uhr am Sonntag. 10 Uhr ist an sich eine ganz gemütliche Zeit. Wir wussten aber nicht, wie die Wetterverhältnisse und die Temperaturen um 10 Uhr morgens sein werden. Ich hatte mich im ersten Rennen nicht richtig wohlgefühlt und komfortabel. Es kann nicht sein, dass ich im Rennen eine halbe Sekunde, 4/10 langsamer fahre als im Quali und mich dabei nicht wohlfühle. Irgendwas hat nicht gepasst. Ich hatte eine Aufgabe und das war ein guter Start. Die Eier in die Hand nehmen, Augen zu und eine erste gute Schikane haben. Wenn ich das hinbekomme,
wusste ich, könnte es mein Rennen. Wir hatten einen richtig guten Start. Eine perfekte erste Ecke. Ich habe später gebremst, als ich es sonst tun würde. Und ich habe mich wohl und sicher gefühlt. Ich biege in die Schikane ein, lege um in die Links, beschleunige und bin als Vierter aus der Schikane rausgefahren. Direkt hinterm Podium, perfekter Anschluss und perfekte Voraussetzungen für ein richtig geiles Rennen. In der Runde unter Matadorbogen sah ich die rote Flagge. Rennerbruch, alle heben artig die Hand und ich hatte den Unfall so zu dem Zeitpunkt gesehen, wusste, was los ist, wusste, dass der Fahrer steht und war mir dementsprechend ziemlich sicher, dass es gleich weitergeht. Ich hatte mich ein bisschen geärgert und war auch ein bisschen frustriert unterm Helm, dass ich meinen guten Start und die erste Ecke leider nicht zum Positiven umgesetzt hat. War aber überhaupt kein Problem. Unfälle passieren. Wir können zu dem Zeitpunkt immer nur hoffen und froh sein, dass dem Fahrer und dem Team und allen Beteiligten gut geht. Nicht lange geschnackt, ging es zum Restart. Unser Rennen wurde von sagenhaften 12 Runden auf eine volle Renndistanz im IDM-Fahrerlager auf 7 Runden reduziert. Dementsprechend hieß es nicht nur Vollgas und 110%, was es ja schon bei 12 Runden heißt, sondern jetzt heißt es Augen zu, Zähne zusammenbeißen und gucken, dass du 7 Runden mit dem Reifen, der drauf war, bestmöglich umsetzen kannst und richtig ein Rausfeuern. Das war mein Plan. Ich hatte einen guten Start, aber wie im ersten Rennen eine nicht ganz so starke erste Schikane. Ich kann euch gar nicht verraten, ob es an mir lag, weil ich wieder früher gebremst habe. Oder weil es ein, zwei Leute gab, die sehr motiviert von hinten in die erste Ecke reingebremst haben. Es hat sich 1:1 dasselbe Spiel wie im ersten Rennen wieder gespiegelt. Nur, dass ich diesmal keine Zeit für irgendwelche Spielchen, Scherzchen oder Überholmanöver hatte. Das bedeutet, ich habe schnellstmöglich zugesehen, dass ich aus dem Pulk rauskomme. Habe die Eier in die Hand genommen, habe sehr spät in die Schikane reingebremst, konnte mich gleich in der zweiten oder dritten Runde behaupten und habe den Anschluss nach vorne halten können. Ich bin in der dritten Runde meine schnellste Zeit gefahren von einer 1:36.3. Schon mal 1/6 schneller als am Vortag. Und das zu dem Zeitpunkt mit einem sicheren, komfortablen Gefühl, weil ich den Jungs hinterhergefahren bin. Eine Runde zuvor hatte ich einen kleinen Ritt durchs Kiesbett. Ende Start und Ziel kam ich mit Gaststarter Marc Neumann ziemlich nah in der Bremszone. Ich musste leider ausweichen, hatte nicht die Möglichkeit nach innen zu ziehen, sondern bin links auf dem Rad. Musste die Bremse öffnen, habe in Most die komplette Schikane ausgelassen. Mit einem Überschuss von 140-150 km/h ganz links auf dem Gras an den Reifenstapeln vorbeigeschossen und habe mich hinten durchs Kiesbett in der schnellen Links wieder platziert. Ich habe meinen Platz an Marc zurückgegeben und ich dachte, das Thema wäre damit gegessen. Das Rennen war einige Runden später vorbei. Ich konnte Marc Neumann nicht mehr überholen und habe ihm nach meinem Ausritt
ziehen lassen. Ich konnte meine 1,36 tief nochmals im Rennen bestätigen und für mich war es der vierte Platz. Der vierte Platz mit Gaststarter abzüglich Marc waren es für mich die Punkte für den dritten Platz in Most. Dementsprechend ein weiteres Podium. Dass die IDM und die Verantwortlichen in Most unser Rennen, welches 7 Runden lang ist, eine Runde zu früh abgewunken haben und das nur die ersten 5 Fahrer mitbekommen haben, lassen wir mal außen vor. Das Rennen war beendet. Ich war nicht wirklich happy, weil für mich ist ein dritter Platz abzüglich Gaststarter kein ehrlicher, verdienter Podiumsplatz. Ich habe mich sehr über die Punkte gefreut, die auch wichtig für die Meisterschaft waren. Aber gedanklich im Herzen war es für mich dennoch ein vierter Platz. Einige Minuten später rufte mich die IDM aus und wollte mich im Rennbüro sehen. Hingelaufen zu den Rennkommissaren wurde ein Protest gegen mich eingereicht, der lautete: nicht erlaubtes Abkürzen auf der Strecke und einen Vorteil erhaschen, aus welchem Grund auch immer. Eine Runde zurückgehört, du bist hier. Ach, Wetter. Ja. Oh, ich dachte, was ist jetzt los? Ja, wir haben wieder was dazugelernt. Ab sofort kriegst du die Rundenzahl. Mit dazu auf die Tafel. Ich habe ja oben die 1 gesehen und wundere mich, warum die abwinken. Ja. Dann muss das ja geklärt werden, oder? Ist schon. Also, Podium? Podium. Punkte für den dritten. Wir sind vierter geworden. Aber wegen einem Gaststarter hat halt auch das gemacht. Ich hab mich nicht verbremst. Marc Neumann war so weit mittig, dass ich hinten hätte vorbeigehen können. Und er ist zum Ende immer weiter nach links und mir ist der Strecke ausgegangen. Einfach gerade durch die. Steht dann euer Motorrad. Der Protest wurde abgelehnt. Die Rennkommissare haben mir recht gegeben, dass ich keine Möglichkeiten hatte, bei einem Überschuss von 100, 120, 140 km/h auf dem Rasen eine Vollbremsung zu machen, um am Ende des Kiesbettes anzuhalten am Stoppschild, um dann ordnungsgemäß mit einem Schulterblick wieder auf die Strecke zu fahren. Da haben mir die Rennkommissare zum Glück recht gegeben, dem Fahrer, der den Protest gegen mich eingereicht hat, der zu dem Zeitpunkt gerne die Punkte vom Podium mitgenommen hätte, wurde der Protest abgelehnt. Dementsprechend konnten wir am Sonntag in Ruhe unser Auto und Transporter verladen und haben die Heimreise angetreten. Ich muss ganz ehrlich, vom Menschlichen her würde ich sagen, ich habe Johann kennengelernt und er ist immer noch so, wie er war. Es ist immer dieses Herzliche, dieses Liebe. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber es ist ein fotzfeiner Kerl. Und das ist das, was mich so sehr an ihm beeindruckt. Und ich finde auch, dass er als Rennfahrer, er ist sehr fokussiert, was ich auch nicht gedacht hätte. Ich wusste ja sowieso nie, dass er überhaupt Rennen fährt. Das habe ich ja auch dann erst mitgekriegt. Und ich finde, dass er das für mein Empfinden, er ist halt einfach sau stark, der Kleine. Und es sieht gut aus. Und ich bin der Meinung, dass er das noch weit bringen kann. Und wenn das alles dabei bleibt und ich dabei bleiben darf, möchte ich auch gern weiterhin alles tun, um ihn dann auch weiterzubringen und auch fürs Team da zu sein.